Und dasselbe Beispiel nochmal, jetzt mit vereinfachter Vorschleife. Also hier wird wieder die Print-Funktion aufgerufen. Ja, hier ist wieder das, was Sie ja gerade kennengelernt haben, relevant, dass mehrdimensionale Arrays als Arrays von Arrays realisiert werden. Hier durchlaufe ich jetzt die eigentliche Matrix und speichere hier mir die entsprechenden Arrays ab. Und hier durchlaufe ich dann die eigentlichen Arrays und speichere mir deren Werte in dieser Variable ab und gebe dann LM hier aus. Auch das ergibt die Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also Matrix ist ein Array von Array, das heißt, hiermit greife ich zunächst auf das Array zu und hiermit auf die Arrays zu, die gespeichert werden in der ersten Dimension, und dann für jedes Array auf die einzelnen Elemente dieses Arrays.